Grüß euch, liebe 1000 Best-Freunde, zu einem weiteren A2-Klassenvergleich. Heute einmal Naked Bikes, die KTM 390 Duke und die Kawasaki Z300. Dranbleiben! Ja, wir sitzen hier beim Aussichtspunkt der kleinen Kanzel mit Blick auf den Schneeberg und waren heute den ganzen Tag in der Hohen Wand unterwegs. Heute war wieder der Tom mit dabei. Servus Tom. Servus. Grüß dich. Und wir haben uns heute diese zwei auf den ersten und zweiten Blick sehr unterschiedlichen Motorräder angeschaut und ihr könnt euch jetzt anschauen, was dabei rausgekommen ist. Ja, auf den ersten Blick unterschiedlich natürlich wegen der Optik. Kawasaki und KTM unterscheiden sich da schon sehr stark. Und auf den zweiten Blick eben aufgrund der technischen Daten. Das fängt schon an bei den Motoren. Also die KTM hat einen 373 Kubik Einzylindermotor und die Kawasaki einen Zweizylinder Parallel-Twin mit 296 Kubik. Und daraus resultieren natürlich auch unterschiedliche Leistungsdaten. Wir haben bei der KTM 44 PS bei 9500 Umdrehungen anliegen und bei der Kawasaki haben wir aufgrund des geringen Hubraums nur 39 PS und auch weniger Newtonmeter Drehmoment. Also bei der KTM sind es 35 Newtonmeter und bei der Z300 sind es nur 27, also da auch ein Riesenunterschied. Ja, diese Unterschiede merkt man natürlich auch ganz klar bei den Fahrleistungen. In diesem niedrigen Leistungsbereich fallen diese paar PS Unterschied schon ganz stark auf und vor allem auch das Ansprechverhalten vom Motor. Also bei der KTM liegt das Drehmoment bereits bei 7250 Umdrehungen pro Minute an und bei der Kawasaki das von Haus aus schon niedrigere Drehmoment erst bei 10.000 Umdrehungen. Das merkt man schon sehr stark. Also subjektiv und auch objektiv ist die KTM schon deutlich stärker. Das heißt aber nicht, dass das Fahrgefühl mit der Z300 jetzt wirklich schlecht wäre. Es ist nur grundsätzlich ganz anders, weil der Einzylinder eben von unten mehr Drehmoment hat und der Zweizylinder halt erst oben die Leistung entfalten kann in dieser kleinen Kubaturklasse. Und dafür kann man die Kawasaki aber auch viel höher drehen. Also bei der Duke ist man bereits bei, ich glaube, 9500 Umdrehungen oder 10.000 Umdrehungen im Begrenzer und die Kawasaki kann man bis 13.000, 14.000 Umdrehungen drehen, was schon auch sehr viel Spaß machen kann. Tom, wie gefällt dir die Leistungsentfaltung dieser beiden Motorräder? Wie schätzt du die ein? Also da ich am Anfang die Duke gefahren bin und dort haben wir wirklich gleich gemerkt, in den niedrigen Drehzahlbereichen reißt die Maschine sehr stark. Also das ist ein unruhiges Vorgefühl. Aber wenn ich dann zur Kawa umgestiegen bin, dann habe ich auch richtig gleich gemerkt, okay, jetzt fällt mir Leistung gerade im unteren Drehzahlbereich wiederum. Also es ist so ein bisschen für und wieder, was am lieber ist. Bei der Duke hast du schneller Leistung, bei der Kawa, die musst mehr treten als die Duke. Ja, so sehe ich das auch. Durch dieses niedrig anliegende Drehmoment wirkt sie ein bisschen unruhiger, wenn man jetzt in der Kurve Gas gibt und da kann eine gewisse Unruhe ins Fahrwerk kommen. Das bekommt man aber relativ schnell ins Gefühl. Bei der Kawasaki läuft das halt ein bisschen geschmeidiger ab, nur dieser richtige Punch wie bei der KTM kommt halt nicht, insofern man in dieser Kubatur von einem Punch überhaupt sprechen kann. Wenn die Motorenkonzepte schon so unterschiedlich sind, liegt es nahe, dass auch der Sound unterschiedlicher ist. Wie schätzt du die beiden ein von der Klangcharakteristik? Welche gefällt dir mehr? Also von der Klangcharakteristik ist definitiv die Duke besser, sie klingt kerniger, nur manchmal hat es ein Pfeifen, was nicht so toll klingt bei der Duke. Die Kawa klingt da noch nicht so toll, aber ja, kann man halt nichts machen. Ja, das ist leider so. Die Kawasaki ist klingt ein bisschen gezähmter. Die KTM hat dafür manchmal in einem gewissen Drehzahlbereich so ein Schnattern,
das jetzt auch nicht wirklich nach einem Motorrad klingt, aber alles in allem, gebe ich dir recht, klingt die KTM schon besser. Auch der Auspuff ist bei der KTM schöner gelöst als bei der Kawasaki und auch das restliche Design unterscheidet sich schon deutlich. Damit sind wir auch schon beim nächsten wichtigen Punkt, der Optik. Für mich gleich vorneweg gewinnt da eher die KTM. Sie wirkt kantiger, sie wirkt ein bisschen gedrungener, ein bisschen aggressiver einfach. Das kann aber eben auch an der Farbe liegen. Ich selbst habe sie nur in dem Schwarz gesehen, die Kawasaki. Und Tom, du hast ja bereits das Vergnügen gehabt, die Z300 in Grün zu sehen. Genau, bei meinem eigenen Kanal auf TomTour habe ich die Kawasaki Z300 schon mal fahren dürfen. Und da habe ich halt in Grün gehabt und da sieht das Motorrad einfach ganz anders aus. Schwarz passt zu dem Motorrad, finde ich persönlich nicht. Gerade vorne die Optik, die Lichtmaske von der Z300 finde ich persönlich besser als von der Duke. Natürlich das Optische jetzt, gerade im direkten Vergleich, würde ich auch zu Duke schwenken, aber das Grüne, da würde für mich dann doch die Kawa gewinnen. Ja, das ist oft ein Problem bei schwarzen Motorrädern, dass eben die schwarze Farbe die Konturen schluckt und da kommen dann so gewisse Designelemente nicht so gut rüber. Die Maske schaut auf alle Fälle bei der Z300 wirklich erwachsener aus, gefällt mir auch besser, da ist die von der Duke etwas klein geraten. Aber der Rest vom Motorrad, also dieser gedrungene Tank, dieses kurze Heck, schaut bei der KTM besser aus. Den Kennzeichenhalter müsste man halt in den ersten 5 Minuten, nachdem man sie erhalten hat, wahrscheinlich wechseln, weil das ist wirklich eine Ausgeburt von einem Kennzeichenhalter. Ja, Tom, dir gefällt die Kawasaki von Maskenpartie und so weiter eigentlich besser, aber was sind für dich die Highlights der KTM? Also das große Highlight der KTM für mich persönlich ist die Färbung. Es ist mehr Farbe in der Duke, das sieht einfach gut aus und vor allem auch die vorderen Blinker, die sind LED-Technik, das ist... Ich weiß nicht, ich mag diese Lampen nicht mehr, weil wir sind heute in 2016 und da brauche ich nicht mehr so Lampen, sondern da können so ruhig LEDs verbauen, meiner Meinung nach. Und ja, auch der Tacho von der Duke ist einfach für mich persönlich auch ein Highlight, wobei da wiederum zur Kawa, wenn man sagen muss, der Drehzahlbegrenzer ist halt schon was Tolles. Aber die Anzeige an sich selbst bei der Duke ist übersichtlicher. Ja, also das ist, glaube ich, jedem schon aufgefallen, dass der Tom ein bisschen ein LED-Fetischist ist. Also normale Glühbirnen findet man bei ihm zu Hause wahrscheinlich vergeblich. 2016. Ja, normale Birnen sind eigentlich schon verboten, aber halt im Haus und nicht am Motorrad. Aber stimmt, die Blinker sind deutlich schöner als bei der Kawasaki. Auch die orangen Felgen und vor allem der orange Rahmen, aus dem der Motor wirklich sehr schön herausragt, ist bei der KTM deutlich schöner. Auch dieser Frontdiffusor oder wie man das auch immer nennt, schaut bei der KTM wirklich mörderisch gut aus. Das ist bei der Kawasaki eher sehr rundlich, sehr weich, ein bisschen weich gespült. Auch die dickeren Gabeln vorne bei der KTM wirken einfach deutlich mächtiger als die dünnen bei der Kawasaki. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Ergonomie. Man muss sich natürlich wohlfühlen auf seinem Motorrad, damit das Ganze auch wirklich Spaß macht. Da könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Ich bin zuerst mit der Z300 gefahren und dann mit der KTM und habe mir gedacht, naja, das ist ja komplett anders. Ich weiß gar nicht, wie ich sitzen soll. Aber nach den ersten paar Kilometern habe ich mich dann insgesamt auf der KTM wohler gefühlt. Grundsätzlich ist der Lenker bei der Kawasaki deutlich niedriger und auch ein bisschen schmäler. Und bei der KTM ist er höher und breiter. Dadurch hat man eher ein Supermoto-Feeling und das kommt auch beim Fahren sehr gut rüber. Der Negativpunkt bei der KTM wäre dann eher der Sozius-Sitz. Also wenn man ein bisschen größer ist und versucht vor der Kurve nach hinten zu rutschen, dann spürt man manchmal so den Höcker hinten im Kreuz und das ist nicht so angenehm, aber ansonsten hat mir die KTM ein bisschen mehr getaugt. Tom, wie hast du dich wohlgefühlt auf den beiden von der Sitzposition her? Also von der Sitzposition war am Anfang, ich habe es eben genau umgekehrt gehabt, ich bin zuerst mit der Duke gefahren und dann mit der Kawasaki und am Anfang, ich habe die Duke 125 von früher kennt, die bin ich früher gefahren und deswegen war mir die Duke 390 eigentlich auch klar, wie man drauf sitzt und so. Das war ganz angenehm und dann bin ich den Schwung von der Duke auf die Kawa gegangen und ich habe mir gedacht, hey, was ist denn das? Da kann man ja ganz bequem sitzen, aber man muss halt auch so sagen, man gewohnt sich an die Duke-Sitz. Das ist was anderes, es ist wie gesagt eher das Supermoto-Feeling als auf der Kawa, da hast du eher das Sportler-Gefühl, sage ich mal, als bei der Duke.
Also für dich eher die Kawasaki näher am Sportler und die KTM ein bisschen gemütlicher. Man muss auch dazu sagen, dass du eine Ninja hast und Genau. dadurch das mehr gewohnt bist. Aber man wird sich auf beiden wohlfühlen. Wenn man ein bisschen größer ist, würde ich eher die KTM empfehlen, da sie 800 mm Sitzhöhe hat und ein bisschen aufrechter und die Kawasaki 785 mm. Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch, aber vor allem im Einsteigerbereich, das Fahrwerk, also das Fahrverhalten, das muss wirklich sehr leicht gehen, sehr spielerisch. Und das schaffen eigentlich beide sehr gut. Die KTM ist ein bisschen wendiger, vielleicht einen Hauch kippeliger als die Kawasaki. Und die Kawasaki ist eher weicher gefedert und vom Fahrverhalten verzeiht sie ein bisschen mehr. Der Fauli, unser Redakteur, hat das bereits ausprobieren können, wie sich das anfühlt, wenn man die Z300 auf der Rennstrecke fährt. Der ist in Spielberg gefahren, da muss man dazu sagen, das ist ein wirklich sehr schneller Kurs. Und da ist die Kawasaki natürlich schon deutlich an die Grenzen gekommen, was vielleicht auch mit den technischen Daten vom Fauli zu tun hat. Ja, soweit meine Meinung zu den Fahrwerken. Tom, wie ist dir gegangen vom Fahrverhalten her? Das ist die Fahrwerkseinschätzung von dir? Meine Meinung zum Fahrwerk ist die, dass die Duke einfach am Anfang, wenn man sie noch nie gefahren ist, die unruhigere Maschine ist. Aber ich glaube, bei der Duke, man gewohnt sich ganz schnell an das Motorrad. Also es ist nicht so, dass man sich nicht daran gewöhnen kann oder es unangenehm wäre. Aber bei der Kawa wiederum hast du von Anfang an, glaube ich, ein ruhiger eingestelltes Fahrwerk und ein ruhigeres Fahren. Wobei, wie gesagt, bei der Duke, ich glaube, da gewöhnt man sich ganz schnell dran wieder. Ja, das ist sicher eine gute Einschätzung. Also als blutiger Anfänger ist man mit der Kawasaki sicher schneller per Du. Und bei der KTM kann es halt sein, dass es ein paar Kurven dauert, bis man sich mit ihr verträgt quasi. Beim Fahren heute hat es leider auch einen kleinen Zwischenfall gegeben. Der Tom ist auf eine gewisse Art und Weise entjungfert worden. Er hat heute seinen ersten Motorradsturz gehabt. Tom, vielleicht kannst du es ein bisschen aus deiner Sicht schildern, was da genau passiert ist. Ja, also ich bin in die Kurve reingefahren und wollte halt mich möglichst reinlehnen für ein gutes Foto natürlich, wie immer. Und leider bin ich da anscheinend auf den falschen Fahruntergrund gekommen und dann ist mir das Hinterrad gekommen und ich bin aus der Kurve rausgeflogen. Gott sei Dank ist nichts passiert, ich konnte mich noch rechtzeitig vom Motorrad lösen und ich glaube, da bin ich auch recht dankbar. Und dem Motorrad ist zum Glück auch nicht so viel passiert. Aber ja. Ja, also ich muss dazu sagen, ich kenne das natürlich, das Gefühl, wenn man besonders in einer Fotokurve, wo der Fotograf gerade steht, möchte man natürlich möglichst schnell um die Ecken biegen. Und in dem Fall war der Straßenbelag nicht für den Kurvenspeed ausgelegt. Also es war wirklich sehr rutschig, was wir erst im Nachhinein dann wirklich festgestellt haben. Und an einer kleinen Stelle, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, ist dann so ein Streifen mit einem anderen Asphaltbelag, also wo schon so ein noch rutschigerer Belag hervorschaut und da sind ihm dann leider die Reifen weggerutscht. Wir sind aber natürlich froh, dass dem Dom nichts passiert ist, das ist das Wichtigste und der Schaden bei der Kawasaki ist gering, also es ist wirklich nur diese Plastikverkleidung, die man da außen sieht, ist ein wenig zerkratzt, aber ansonsten hat sie wirklich keinen Schaden genommen, aber zum Glück ist hier nichts passiert. Für den Schlussbericht fehlt noch ein wichtiger Punkt und das ist der Preis. Der ist natürlich auch unterschiedlich. Die KTM kostet in Österreich 5.500 € und in Deutschland 5.000 € und die Kawasaki-Daten hast du dir gemerkt? Die Kawasaki kostet in Österreich 5.599 € und in Deutschland 5.195 €. Also, schon ein wenig günstiger in dieser Preiskategorie macht das schon einen Unterschied. Also die KTM ist in Österreich um 100 € günstiger und in Deutschland ist sie um 200 € günstiger. Nicht nur der Preis ist unterschiedlich, sondern auch das Gewicht. Die KTM wiegt mit ABS 139 Kilogramm fahrbereit und die Kawasaki satte 170 Kilogramm fahrbereit. Also da frage ich mich wirklich, wo sich diese extra 30 Kilo verstecken in dem Motorrad. Und dadurch ergibt sich auch dieser doch stärkere Fahreindruck, der nicht nur ein Eindruck ist, sondern auch der Realität entspricht von der KTM, weil es eben doch deutlich leichter ist. Jetzt sind wir auch schon schön langsam am Ende unseres Berichts für heute angelangt. Was noch fehlt, ist dein Fazit, Tom. Wie ist deine Schlussabschätzung? Meine Schlusseinschätzung ist die, dass die Kawasaki
für mich persönlich das richtigere Motorrad wäre oder die was ich auswählen würde, einfach aus dem Grund, erstens, ich bin Kawasaki-Fanboy und mir gefällt das Design, aber ich würde sie natürlich in grün nehmen, also schwarz ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, in grün würde ich sie nehmen und die Duke aus dem folgenden Grund, weil ich persönlich, mich stört dieses Unrunde, auch wenn du dich dran gewöhnst, du hast es trotzdem immer im Motorrad drinnen und das stört mich, dieses ruhigere Fahren, das ist mir lieber bei der Kawasaki. Und das Problem auch, persönlich von der Sitzposition, finde ich die Kawasaki fast ein Stückchen angenehmer. Vielleicht, weil ich auch Supersportfahrer bin, aber das ist einfach das Angenehmere für mich persönlich. Okay, also für den Tom entscheidet es hauptsächlich die Sitzposition und der geschmeidigere Motorlauf, der natürlich aus dem Zweizylinder resultiert. Für mich ist die Entscheidung relativ eindeutig für die KTM. Sie ist günstiger, sie schaut meiner Meinung nach besser aus, sie ist kantiger, sportlicher, aggressiver. Die orangen Felgen, der orange Rahmen, das schaut nicht aus, als wenn sie günstiger wäre. Die Sitzposition hat mir dann nach den ersten paar Kilometern auch mehr zugesagt und dieser doch etwas räudigere Motorlauf spricht für mich eher auch für das Motorrad. Es hat auch seine Vorteile, man wird mehr überrascht. Die Leistungsentfaltung ist einfach stärker und auch aufgrund des geringeren Gewichts ist für mich die KTM der Sieger des heutigen Tages. Damit sind wir jetzt wirklich am Schluss angelangt und von meiner Seite kann ich nur mal sagen, wenn euch das Video gefällt, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Channel und es verabschieden sich Tom und Michael G. Wir sehen uns. We'll be right back.